Das darf ich nicht anlegen. Was ist denn das? Das ist ein Sowjetstern. Das Zeichen eigentlich der internationalen kommunistischen Bewegung. Da musste ich abmachen und in die Hosentasche stecken. Das mache ich jetzt auch wieder, weil ich es nicht anstecken darf. Wenn ich es anstecken würde, würde ich eine Straftat begehen. Weshalb dürfen Sie es nicht anstecken? Weil es eine Allgemeinverfügung der Berliner Polizei gibt, die das verbietet. Was denken Sie über diese Allgemeinverfügung? Was ist Ihre Position dazu? Das können Sie alles nachlesen. Ich habe ein Eilverfahren angeregt, also einen Widerspruch eingelegt gegen diese Verfügung und habe ein Eilverfahren angestrengt, das aber vom Verwaltungsgericht abgelehnt wurde und mit Verweis auf das Oberverwaltungsgericht. Also in keiner Weise sind die auf die Argumentation meines Anwalts eingegangen, sondern haben auf kein Argument reagiert, sondern haben ihre eigenen Argumente ausgebreitet und dass sowjetische Symbole verboten sind. Und wie kommentieren Sie die gestrige OVG-Entscheidung, die Sie betroffen hat? Grausam, weil das ein weiterer Schritt hin ist zum Demokratieabbau hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind langsam Verhältnisse, die invertiert werden. Das heißt, wenn die Besiegten die Symbole der Sieger am Tag des Sieges verbieten, dann sagt das einiges aus, denke ich. Also Sie sind in erster Instanz erfolgreich gewesen und in zweiter Instanz hat man Ihnen dann nicht mehr recht gegeben? Nein, ich bin auch nicht in erster Instanz erfolgreich gewesen, auch im vorigen Jahr nicht. Ach so, auch im vorigen Jahr nicht. Ja, aber ich denke, wir müssen weitermachen, weil sonst würden wir ja das billigen. Und Sie haben einen Anstecker, wie ich gerade sehe, der scheint erlaubt zu sein, der DKP Berlin. Ja, ja. Sind Sie Mitglied der DKP Berlin? Ich bin der Landesvorsitzende der DKP Berlin. Es ist ja schon so, dass es immer, wie meiner Wahrnehmung nach, immer schwieriger wird, sich wahrscheinlich auch als Kommunist politisch zu behaupten. Ist das richtig, die Wahrnehmung? Oder? Die Wahrnehmung ist richtig. Es grassiert ein ungeheurer Antikommunismus in Deutschland, der noch nicht mal, also den gibt es noch nicht mal in den anderen sogenannten westlichen Ländern. Also wenn ich nach Frankreich fahre und sage, ich bin Kommunist, dann werde ich immer respektiert und auch in Italien und anderen Ländern. Aber in Deutschland, wenn ich irgendwo sage, dass ich Kommunist bin, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Da bekomme ich Probleme. Ob das jetzt mit Arbeitskollegen ist oder was auch immer. Das ist was ganz Schreckliches, wenn man sagt, dass man Kommunist ist. Und dann gehen die in eine Picasso-Ausstellung und schauen sich die Bilder von Picasso an. Der war auch Kommunist. Kein Problem. Und Rosa Luxemburg finden sie auch gut. Da weiß man nicht, wie das zusammenpasst. Und dann gehen Sie ins Berliner Ensemble und schauen sich die Aufführung von Bertolt Brecht an, klatschen Applaus, aber völlig sinnfrei. Also, irgendwann kommt Renaissance. Also die Idee sollte noch ein paar Chancen haben. Ich denke auch. Darf ich das so zusammenfassen, dass einige auch der bedeutendsten Künstler, Schriftsteller, Maler, Kommunisten gewesen sind? Richtig. Und jetzt, wenn die Käthe Kollwitz im Käthe Kollwitz Museum jetzt gesagt wird, von der neuen, das heißt da nicht Intendantin, sondern von der Kuratorin vom Käthe Kollwitz Museum. In der Fasanenstraße. Ja, das müssten wir entpolitisieren, nicht nur ihre politischen Werke zeigen und. Sie wollen die nur als Mensch darstellen, aber nicht als Kommunistin. Und so ist es auch bei Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, weil die irgendwo ja ein Sympathieträger sind. Und dann versuchen die das immer so hinzukriegen. Also, als Kommunist wird man hier nicht respektiert und man hat es schwer. Würden Sie eigentlich, das, auch wenn es jetzt nicht direkt damit zu tun hat, Frau Saar-Wagenknecht noch als Kommunistin definieren? Traue ich mir nicht zu. Frau Sarah hatte ich mal sehr großen Respekt, weil die war in der kommunistischen Plattform und hat sich eindeutig auch zum ersten Sozialismusversuch auf deutschem Boden der DDR geäußert. Und sie war damals in der Lage, sie hätte eine Menge Menschen auf die Straße gebracht, wenn sie als, sage ich mal, Revolutionsführerin vorne rangegangen wäre. Den Moment hat sie verpasst und hat sich auf den Parlamentarismus eingelassen. Und jetzt macht sie nur noch Parlamentarismus und Talkshows. Auf den LL-Demonstrationen zu Beginn des Jahres ist sie nicht mehr zu sehen. Und insofern
ist ja heute in einer gewissen Weise im bürgerlichen, demokratischen System angekommen. Gut, jetzt ist die DKP, wie Sie ja zu Recht sagen, eine außerparlamentarische Kraft. Aber würden Sie nicht auch der Verlockung nicht entgehen können, wenn Sie über 5% bekämen und in Deutschland ins Parlament einziehen könnten als DKP? Würden Sie da Nein sagen? Also ins Parlament würden wir gehen, aber mit ganz anderen Voraussetzungen. Bei uns würde das nicht so laufen, dass wir die hohen Gehälter kassieren und die hohen Diäten, sondern es gibt dann einen Facharbeiterlohn und der Rest des Geldes geht für soziale Aufgaben oder in die Parteikasse. Das muss man sehen, was da rechtlich möglich ist. Die Genossen der KPÖ in Graz machen das ja vor. Die leben das vor. Und die werden immer wieder gewählt und es werden immer mehr. In Graz stellt die Kommunistische Partei die Bürgermeisterin. Wie erklären Sie sich denn diesen Erfolg in Graz, wenn ich das Sie noch fragen darf? Weil die Menschen dort erkannt haben, dass sie die ureigensten Interessen der Bevölkerung vertreten. Hauptsächlich in der Wohnungsfrage, was ja auch in Berlin ein großes Problem ist. In der Wiederholungsfall in Berlin sind wir angetreten mit dem, dass der sogenannte Volksentscheid, was ja an sich schon Euphemismus ist, 57,9% dafür waren, die großen Wohnimmobilienkonzerne zu vergesellschaften. Die hätten uns eigentlich theoretisch alle wählen müssen, weil wir dafür eingetreten sind, das auch tatsächlich durchzuführen, während solche wie die Partei Die Linke und die Grünen stillschweigend das Ding beerdigt haben. Und das nur für ihre Propaganda genutzt haben, als die Umfragen liefen. Also ich sage mal so, es gehört auch dazu, dass die Bevölkerung merkt, dass die Kommunisten, dass die Kommunistische Partei ihre ureigensten Interessen vertritt. Die DKP ist ja doch eine starke politische Kraft, auch hinter den Ostermärschen, die ja jetzt vor einigen Wochen wieder stattfanden für den Frieden. Da sind dieses Jahr auch wohl in der Orga der Friko Querdenker oder Mitglieder der Partei die Basis gewesen. Wie kommentieren Sie das aus Sicht der DKP Berlin? Das kann ich Ihnen ganz einfach kommentieren. Also es geht darum, es gibt ja auch eine Strategie, die auch von der Bundesregierung ausgeht. Das merken Sie auch bei Sarah Wagenknecht, die Sie vorhin angesprochen haben, dass alles, was sich gegen das Narrativ, gegen das geltende Narrativ der Bundesregierung und ihrer Leitmedien stellt und Frieden will und gegen Waffenexporte ist, soll sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Und das ist natürlich unmöglich. Und das ist eine Strategie, tatsächlich ausgedacht auch von der Bundesregierung, die fahren. Das merkt man ja im Spiegel und in allen Zeitungen von denen. Und da sind natürlich auch einige sich link empfindende Menschen drauf reingefallen und machen sich jetzt sozusagen zum Sheriff dieser Strategie und suchen bei der Friedensbewegung auf den Ostermärschen irgendwelche Rechten. Ich sag mal so, wenn irgendwelche Leute, die früher mal auf einer anderen Demo waren und sich das angeguckt haben, zum Ostermarsch kommen und dann nicht irgendwie rechte Symbole zeigen oder so weiter und die Forderung, keine Waffen in die Ukraine, Frieden schaffen, mittragen, dann kann ich die nicht rausschmeißen. Es seien tatsächlich Nazi-Kader und so weiter, die das für sich beanspruchen wollen. Das ist auch so getan. Frau Wagenknecht und Frau Alice Schwarzer haben einen Elsässer von der Demonstration entfernen lassen. Weil die VVN, Verein der verfolgten Naziregime, die gestern und heute auch in Treptow aktiv sind am Ehrenmal, die haben sich ja ganz klar dagegen positioniert, dass das die Friko offen ist für Querdenker oder für die Basispartei. Die haben ja ein Statement abgegeben, VVN. Ist schade, dass die VVN der ganzen Sache auf den Leim geht. Also eine Rechte, es ist ja eigentlich auch ein Widerspruch, wenn die das schon formulieren, wenn die gegen Faschismus sind. Die faschistische Bewegung, die ist ja nur gegründet worden, als antikommunistische Bewegung, als antikommunistischen Gegenpol. Wie soll das denn jetzt hinhauen, dass Kommunisten mit Faschisten zusammenarbeiten? Das ist doch völlig sinnfrei und hirnrissig, unmöglich. Haben Sie mal von Palmiro Togliatti seine Rede gehört auf dem 5. Weltkongress der Kommunistischen Internationale? Da hat er Ihnen das genau erklärt. Hören Sie sich die mal an. Also vor Dimitrov noch. Also, aber Sie sprechen sich dann hier heute auch gegen die Querfront aus, wenn ich das so verstehe. Querfront ist, wenn Bundesregierung mit Faschisten in der Ukraine zusammenarbeitet und sich Antifa nennende junge Leute, die sicherlich Bauchgefühl Antifa machen, sich dafür einspannen lassen, Sheriff zu machen,
um Rechte auf Friedensdemonstrationen zu suchen. Ja, danke für das Interview und ich wünsche Ihnen ein würdevolles Gedenken heute am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ist auch ein Euphemismus, von den Nazis selbst erfunden. Das Faschismus in Nationalsozialismus umzutaufen, war der Etikettenschwindel der Nazis. Da gehen jetzt alle drauf ein. Gab es übrigens eine Direktive im Norddeutschen Rundfunk, die 1948, ich muss genau schauen, aber es durfte nicht mehr Faschismus, das Wort Faschismus verwendet werden. Dass die Redakteure wurden angewiesen, immer Nationalsozialismus zu sagen. Das war aber die Etikette, die die Faschisten ihrer Organisation selber gegeben haben, um die Leute irre zu führen. Ja, danke für die Korrektur. Alles Gute. Danke. Alles Gute.